Konnichiwa, Leute, Thunder Black is back. Das erste Video dieser Season. Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott! Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Ne? Wie man sehen kann, ich habe eine neue Kamera. Ich habe ein Mikrofon im Helm endlich. Also es hat sich dann doch einiges getan über der Winterpause, auch wenn von mir jetzt nichts weiter kam. Ich wollte jetzt waschen fahren. Mein Motorrad ist nämlich echt dreckig. Von daher nehme ich euch da jetzt einfach mal mit und wollte euch mal gleich eine kleine Story erzählen. Real Talk aus der Zentrale. Und zwar bin ich am Samstag nachts nach Hause gefahren mit dem Motorrad um 2 Uhr oder sowas. Es war minus 3 Grad und ja, dass ich hart durchgefroren war, brauche ich euch nicht erzählen. Ich bin allerdings auch mit dem Motorrad ein bisschen weggeschlittert hinten. Und ja, seitdem hatte ich dann irgendwie im Kopf drinne, dass mein Motorrad nicht mehr so rund läuft und ich auch so dieses, wie ich jetzt mache, dieses Schlangenlinienfahren, mich einfach gar nicht mehr getraut habe, weil ich einfach permanent dachte, hinten schlittert mir mein Rad weg. Und ja, war halt extremst irgendwie verunsichert. Das hat sich so krass bei mir im Kopf reingebrannt. Alter, 1,22. Richtig günstig. Ist das durch die Corona-Krise, ey? Und ja, wie gesagt, das hat sich halt so richtig hart in meinen Kopf reingebrannt. War jetzt gestern bei, also für mich gestern bei Kawasaki, habe die Maschine komplett durchchecken lassen. Und ja, ist das komplett alles in Ordnung mit der Maschine. Die hat ja auch gerade mal 1500 Kilometer runter. Und dementsprechend war da überhaupt nichts. Aber das ist wohl bei vielen Motorradfahrern so, dass wenn die einmal irgendwie mit dem Motorrad ein bisschen, weiß ich nicht, mit dem Reifen oder so weggeschlittert sind, dass die halt einfach, ja, dass sich das so im Kopf einprägt und man denkt, man schlittert permanent weg. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Saison gestartet. Ich hoffe auch sehr, dass ihr die neue Saison genießen könnt, unfallfrei natürlich. Brudi, du kannst fahren. Okay. Na, Hauptsache einen dicken GTI fahren, aber die Verkehrsregeln nicht kennen, lul. Lul! Das musste jetzt sein, lul. Lul, 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 lul. Oh, ein matt-lilaner Porsche. Nett. Na, dann machen wir mal ein bisschen Car Wash. Oder besser gesagt Bike Wash.
Fangen wir mal direkt mit dem Schaum an. Das ist die Schaumlanze. Gewechselt werden. Aber dafür brauche ich erstmal ein bisschen Kohle. Schnell tanken. Nice, jetzt sind meine Reifen auch noch gefärbt. Perfekt, 8 Euro. So, Leute, dann geht's jetzt erstmal ab nach Hause. Bike ist endlich wieder sauber und schick. Hey Mann! Er läuft einfach rüber, Alter. Er sieht, ich blinke und will da rüberfahren und er läuft einfach rüber und bleibt dann mitten drin stehen. Alles klar, warum nicht? Alter, da haben die Vögel sich aber auch mal richtig hart ausgekackt. Das war echt hart. Alter! Auch wieder echt sehr, sehr, sehr viele Motorradfahrer unterwegs. Das ist immer so geil. Ich habe mich so einsam gefühlt, wo ich Auto gefahren bin. Ne? Da grüßt halt einfach keiner. Selbst wenn du einfach grüßt, es grüßt einfach keiner. Und Motorradfahrer. Du fährst, es kommt ein Motorradfahrer entgegen, du kennst ihn nicht, du grüßt, er grüßt zurück. So, das ist so geil. Jo Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte ein Däumchen da, das wäre ein Träumchen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert doch bitte gerne. Na dann Leute, haut da rein.